Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Adventskalender. Heute ist es ein 10-Fakten-Video über SpongeBob Schwammkopf in Zusammenarbeit mit dem Christoph aka Krokotoons. Jeder von uns wird euch jetzt mal 5 Fakten hier über den kleinen gelben Schwamm aus Bikini Bottom vorstellen. Und wenn es euch gefällt, lasst ein Like und ein Abo da und dann geht's jetzt los. Laut einem Kommentar auf der DVD zur ersten Staffel von SpongeBob basieren einige Hauptfiguren auf den 7 Todsünden. Sandy zum Beispiel wird der Hochmut nachgesagt. In der Episode Nur geträumt wird sie von SpongeBob dabei erwischt, wie sie in ihrem eigenen Traum einen riskanten Fallschirmsprung aus über 35.000 Metern Höhe wagt. Außerdem in der Episode Bis zur Erschöpfung will Sandy vor ihrem Winterschlaf noch jede Menge extreme Sportarten ausüben. Und in der Episode Eichhörnchenrekorde versucht sie, so viele Rekorde wie möglich zu brechen. Wie sagt man so schön? Hochmut kommt vor dem Fall. Ein Großteil des Originalteams und der Schöpfer von SpongeBob, Steven Hillenburg, haben die Produktion der Serie nach den ersten 3 Staffeln und den ersten Kinofilm verlassen, da die Serie nicht unnötig in die Länge gezogen werden sollte, damit die Qualität nicht darunter leidet. So viel dazu, Nickelodeon. Danke. SpongeBob gibt es mittlerweile in mehr als über 170 Ländern auf den TV-Bildschirmen zu sehen. Außer in Indonesien. Indonesien hat nämlich diese Serie verboten, weil einer der großen Hauptsender diese Serie für zu sexuell und für zu gewalttätig hält. Klingt komisch, ist aber so. Merkwürdiges Völkchen, die Indonesier. Kennt ihr noch die Folge, in der Sandy Heimweh hat? In dieser Folge schlägt Patrick vor, dass man Texas nach Bikini Bottom holen sollte und SpongeBob sagt, dass Patricks Genie sich zeigt. Woraufhin Patrick seinen Schritt verdeckt und peinlich berührt ist. Und naja, in der Serie gibt es nun mal sehr viele solcher Erwachsenenwitze. Denkt einfach nur mal an die Höschenjagd. Über das Alter der SpongeBob-Charaktere wurde lange Zeit gerätselt und diskutiert. Auf diesen beiden Bildern sieht man aber beispielsweise, dass SpongeBob am 14. Juli 1986 geboren ist und somit heute bereits 34 Jahre alt ist. Mr. Krabs hingegen ist schon ein wenig älter. Er ist am 30. November 1942 geboren, also 77 Jahre und dafür sieht er doch noch ganz fit aus. Findet ihr nicht? SpongeBob sollte ursprünglich SpongeBoy heißen, was allerdings nicht ging, da eine Reinigungsfirma sich diesen Namen schon gesichert hatte. Allerdings war es den Machern sehr wichtig, dass das Wort Sponge im Titel vorkommt, da man SpongeBob sonst leicht mit einem Stück Käse verwechseln könnte. Naja, wer weiß, vielleicht hatte ein Kind sonst vorgehabt, ein SpongeBob-Sprühstier auf ein Brötchen zu legen und sich genüsslich einzuverleiben. Das will man natürlich nicht. Von wem kommt eigentlich dieser Ausruf hier? Dieser Ausruf kommt von einem Fisch namens Fred, der eine Frau, 2 Kinder, 2 Ex-Frauen und ständig ein gebrochenes Bein hat. Und immer wenn in der Serie eine Katastrophe naht, scheint sein Bein dann sehr, sehr weh zu tun. Aber seht und hört selber. Ein Kind, was 3 Tage im Koma lag, weil es ironischerweise fast ertrunken ist, wollte nichts lieber, als nun wieder SpongeBob schauen zu können. Naja, und so bekam er von seiner Mutter eine Party, auf der sehr viele SpongeBob-Folgen geschaut worden sind. Ja, ziemlich cool, ich hätte auch gern so eine Party. Stefan, du weißt, was zu tun ist. SpongeBob hat das großartige Kunststück hinbekommen, seine Führerscheinprüfung insgesamt 1.258.056 Mal nicht zu bestehen. Würde er diese Führerscheinprüfung hier in Deutschland absolvieren, müsste er für jede nicht geschaffene Prüfung 85 Euro bezahlen und wäre am Ende auf 106.934.760 Euro sitzen geblieben. Das schreit doch glatt nach einer Lohnerhöhung, stimmt's, Mr. Krabs? Da ist ja gar kein Geld drin. Really, nigga? 2011 wurde eine neue Pilzart entdeckt und diese Pilzart wurde nach SpongeBob SquarePants getauft, also so wie SpongeBob im Englischen heißt. Und der Pilz heißt Spongiforma SquarePancy, da dieser Pilz der Gattung der Spongiforma angehört. Kreativ? Finde ich cool, Wissenschaft. Danke.
Das waren 10 Fakten über SpongeBob, die ihr vielleicht schon gekannt habt oder vielleicht auch nicht. Schreibt mal in die Kommentare, welche von diesen 10 Fakten euch schon bekannt war und welcher Fakt für euch komplett neu war. Danke auch an Christoph aka Kokotoons, sein Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, checkt den auch gerne mal aus und dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Adventskalendertürchen wieder. Macht's gut, ciao, ciao.